Aber theoretisch soll ich gegen 60 TP ankommen können mit meinem. Ich fühle mich da per Tendenz hier unterlegen. Ich muss halt meine, also ich habe meine Mobilität als Erde, das muss ich halt dann ausnutzen. Das ist halt eigentlich ein Super Heavy, der extrem viel Panzerung hat. Außer er zeigt halt einfach seine offene, seine Unterwanne, dann nicht. Also, keine Ahnung. Das hätte ich, glaube ich, anders spielen können müssen. Aber das 279, das aber auf mich zufährt, das kann ich nicht penetrieren ohne Premium-Munition. Hätte ich aber wahrscheinlich noch weiter abhauen müssen, einfach. Ohne irgendwas zu tun. Gibt zwei Artis, also können wir nicht da reinfahren. Wo willst du hin? Okay, dann fahre ich hier hin. 277 und T95. Super Kong. Schieß auf die Grille hinter ihm. Wenn die Grille sich zeigt. Da habe ich gepennt, da habe ich gerade auf die Map geguckt. Ach, auf 60 TP hinter mir geschossen. Ja, den brauche ich halt. Den brauche ich ja halt nicht groß schießen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Den sind Schwachpunkt ist ein bisschen zu klein. Ja, den kann ich nur die Panzerung hochziehen. Tja, was machen wir jetzt? Oh, warte mal, das ist eher ein 100 hinter uns. Was macht denn der da? Vielleicht die TP-Schulter noch? Der Hund fährt ein bisschen weiter rein, oder nicht? Sagen wir, fahren hier mal ein bisschen außen rum. Gucken mal, dass wir hier was gegen den EN-100 tun können, der hier mit Rhinoceronte, die hier einfach komplett reinkrachen. Dem EN-100 hier noch ein bisschen geholfen, dass er hoffentlich im Game bleibt. Ach, fuck you. Dem entfährt er vorwärts, ey. Nehmen wir den mal raus. Für einen Kettentreffer bis jetzt. Das lief doch bis jetzt ganz gut. TVP. TVP ist raus. Nice. Frage ist, dürfen wir jetzt vorwärts fahren? Oder kriegen wir dafür auf den Sack? Wir haben einen EN-100 übrigens nicht mehr im Game. Geben wir dem mal das. Nehmen wir den mal raus. Geil, 3,2k schon. Und wir haben noch volle HP. Das ist eigentlich ein guter Stand bis jetzt.
Frage, ob wir das so halten dürfen. Es war alles gespottet, also ist nichts hier drüben bei uns. Nächster Hit. Artie ist auch da hinten. Artie ist hier hinten. Artie ist da hinten. Wir müssen den S-Konk hinten ranfahren oder komplett umdrehen. Puff. Ach shit. Ich brauche Unterstützung. Benötige Hilfe. Komme zur Hilfe. Kette beschädigt. Wirkungstreffer. Jawohl, nehm ihn raus. Arschkeks. Wir sind bei 5k Damage gerade. Holy fuck. Oh shit. Ich will dich jetzt aber haben. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. 5,9k. Puff. Müssen wir jetzt so ein Carry-Game hier draus machen? Ach shit, drüber geschossen. Conqueror GC. Aber es fehlt noch eine AT. Ja, ich komme nicht ran. Der 1305 will durchcappen. Oder will er auch nicht? Er will mich in den Wald locken, glaube ich. Genau das ist das Problem. Aber ich habe noch einen Schuss AP. Ups. Das ist ja dann nice. Badshot will es machen. Ich habe ein bisschen ein Problem mit meiner Muni. Soll vielleicht mal ein bisschen weniger AP mitnehmen. Ah, er ist hier oben. Kann natürlich sein, dass er jetzt für den Reset geht. Standleit, der vorhin auch gemacht hat. Fahren wir zurück. Badget kann das, soll es eigentlich machen. Er hat einen raus. Wir gehen jetzt mal gucken, ob er irgendwie für den Reset hier rüber fährt. Hatte ich doch richtig im Gespür und dann kann der MV das auch easy abaimen. Nice, Alter. 6K-Game. Ich glaube, es war das beste Game, was ich jemals hatte in irgendeinem Panzer. Einfach vom Damage her. The fuck? Huh?
Würde sagen, das ist mein Damage-Rekord. Plus noch 1200 Spotting. Also da sind die Gegner. Panzers auf dem 113er. Nice, nice, nice. Das war sick. Auf dem 113er, ey. Der Leopard hat aber auch mit hart gecarried. Der hat auch 6k gemacht.